In 1989 verbinde ich vor allen Dingen einen Sommer, der sehr spannend war, weil sich stets irgendetwas Neues ereignete in dem großen Drängen nach Freiheit. Ich erinnere mich auch noch sehr gut, als die Mauer fiel. An dem Abend saß ich mit Messdienern zusammen, kam zur Leiterrunde und sagte zu einem, der beim Bundesgrenzschutz beschäftigt war, hast du noch Zeit? Du müsstest doch eigentlich wahrscheinlich schon zum Dienstort. Die Mauer ist gefallen, es ist offen. Alle haben mich noch für verrückt erklärt, weil sie keine Nachrichten gesehen hatten. Die Dynamik war so rasant, 10 Minuten später wurde er von seiner Mutter angerufen, du musst zum Dienst. Und das ist für mich immer noch ein Ereignis, das mich daran erinnert, wie schnell das damals alles ging. Ich wünsche mir ein Deutschland, in dem Menschen miteinander reden, sich begegnen können, Meinungen austauschen können und in denen es eine gewisse Vielfalt gibt, die es ermöglicht, anständig miteinander umzugehen. Das wären für mich die wichtigsten Dinge miteinander. Und ein Deutschland, das friedlich mit seinen Nachbarn zusammenlebt, in Europa, aber auch in der ganzen Welt.